Langläufer in Katrin Zeller sehen wir hier inmitten von, oh Gott, das ist wie draußen das Laub gerade. Schon der Tüten, ist das dein Tütenberg? Das ist mein Tütenberg, ja. Ich habe gerade meine Adidas-Tasche abgeholt und habe jetzt alles mal anprobiert. Jetzt habe ich, ein paar Sachen sind zu groß, umgetauscht und jetzt bin ich gerade wieder am Anprobieren, ob alles passt. Okay, und die ist ja ein bisschen groß, oder? Kann das sein? Ja, die ist ein bisschen groß, aber die gibt es leider jetzt nicht mehr in 36. Jetzt muss ich warten 2 Stunden, vielleicht kommt noch eine 36 rein, dann... Also ihr könnt eure Sachen, wenn euch die nicht passen, auf jeden Fall wieder umtauschen? Ja, klar, auf alle Fälle. Gerade die Wettkampfklamotten und die Klamotten, wo man öfters anhat, die sollten eigentlich schon gut passen. Mhm. Jetzt, ich habe das heute Miriam Gössner schon mal gefragt, sag mal, für eine Frau ist das doch irgendwie Weihnachten hier, oder? Ja, schon ein bisschen. gibt's denn... Und wenn man dann auch noch kleinere Größen umtauschen kann, ist natürlich super. Was ist denn alles drin in der Tasche? Gibt es was, wo du gesagt hast, ja, darauf habe ich gewartet, da freue ich mich drauf? Das ist eigentlich alles so wie die letzten Jahre auch. Die Farben haben sich jetzt ein bisschen geändert. Ja, also eigentlich das Übliche. So Langlaufanzüge finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ist mal was anderes wie die letzten Jahre. Und ja. Und was ganz cool ist, diese blaue Jacke. Oh, die hat eine schöne Farbe, ja. Zieh mal an. Oh Gott, wir sind ja neugierig. Die ist so quasi für nach dem Wettkampf und für Reisen und weiß ja, Gott was, genau, gell? Reisen, genau. So eine Ausgehjacke von Adidas. Die ist eigentlich echt schön. Tolle Farbe, würde ich sagen. Ja, wir sind ein klein wenig neidisch so. Sag mal, hast du dafür daheim einen extra Kleiderschrank? Habe ich, ja. Also wo eigentlich nur Sportklamotten reinkommen, weil es ist eigentlich schon ziemlich viel, was man jetzt momentan, also was man eigentlich jetzt so im Laufe der letzten Jahre eigentlich so angesammelt hat. Und ja, gibt es eigentlich einen extra Kleiderschrank nur für Sport. Das wäre eh meine nächste Frage. Ihr kriegt ja jedes Jahr wieder neue Sachen, weil man geht ja dann doch mit der Zeit. Was machst du mit den ganzen alten Sachen? Ja, die werden dann schon aussortiert. Ein paar verschenke ich halt dann an junge Sportler oder ja, oder den Familienmitgliedern, meine Schwester, oder die bekommen auch immer was davon. Wenn man jetzt auf Reisen geht, ich habe vorher mal diese Tasche gehoben, ja, da ist ja doch wirklich einiges drin. Hast du Probleme mit Übergepäck? Eine Frau hat immer Probleme mit Übergepäck. Aber zum Glück sind unsere Techniker auch immer mit unterwegs mit einem extra Bus und da können wir unsere zweite Tasche immer auch mit abgeben, dann hält sich das noch in Grenzen. So läuft es. Gut, wir wollen dich gar nicht weiter stören, mach weiter, da gibt es ja noch einiges zu probieren. Danke. Ja, bitte.